ein paar Impressionen aus unserem Kurzurlaub nach Silvester. Ja, Fanny, dieses wunderschöne Licht. Da kann man noch einen Streifenpullover draus machen, ne? Oder so einen Rundpassen, wie man Mann hat. Die Linien da, tolle Strukturen, oder? Ja, auf dem Weg zu unserem Picknickplatz im Sommer. Jetzt war es ein bisschen kalt dafür, aber atemberaubend der Himmel, ne? Es ist eben halt alles, der Horizont ist flach, der Himmel ist weit und es ist also ein Wahnsinnslicht und ja, ein Überblick über den ganzen Strand nach oben ins Naturschutzgebiet zur Jessensend. Und ihr kennt die Stelle, wenn ihr meine Podcasts verfolgt, da sitzen wir oft gern im Sommer und halten ein abendliches Picknick ab, aber auch im Winter gehen wir hier immer gern hin, weil man den ganzen Strand, die ganze Inselkante praktisch überblicken kann und das Licht und die Farben immer so wahnsinnig sind. Also diese Weite, das ist so beruhigend. Da sieht man dann Farnöbad, die ersten Häuser dann, die an der Dünenkante liegen. Das ist so ungefähr um 3:30, wo das Licht natürlich dann auch schon in den Sonnenuntergang rübergeht. Das Meer und das alles ist Land, das dazugewonnen wurde und die Dünen allmählich dieses Land ergreifen. Sylt spült ja immer sehr viel Sand an, das kommt immer alles auf Fanö an. Vielen Dank Sylt da an dieser Stelle nochmal. Also Fanös Nordspitze wird immer breiter. Dann geht der Blick bis runter nach Sönnehoe und da auch nochmal rüber in Richtung Rindby. Ja, da steht mein Mann, weiter geht's, aber man kann sich kaum trennen von diesem Anblick. So wunderschönes Licht, deswegen ich filme und fotografiere da, das seht ihr. Also es ist ein Traum, man hält auch inne und schaut einfach. Also alleine dieses durch, das ist fast was von meinem Korallenpulli gerade eben, ne? Und alles voller Wasser dieses Jahr, natürlich alles vereist, also ganz, ganz viel Wasser stand überall. Das war schon irre. Und guck mal, diese Rindenstrukturen mit den Blättern und wie die Blasen auf dem Wasser sind. Dieses Knorrige. Ja, und Sönnehoe hat so schöne kleine Häuser, so gemütliche Häuser. Und da gehen wir dann gerne auch immer spazieren. Aber es war uns schlussendlich sehr kalt, dass wir nachher auch bei Tresösken dann noch einen kleinen Kaffee getrunken haben. Die gelben Rinden dort und bemoosten Rinden und das schöne Lokal, wo man teuer, aber sehr gut essen kann. Da seht ihr mich mit meinem iPad arbeiten für euren Podcast. Moin, ihr Strickbegeisterten. Hallo, nach 10 Tagen bin ich schon wieder da. Ja, weil es eben halt auch doch trotz allem einiges zu sehen gibt und zu, euch zu zeigen gibt, so rum, ne? Ja, erst einmal herzlich willkommen in meinem Podcast. Ich bin Kirsten, ich komme aus dem hohen Norden, geboren an der Westküste, wohnhaft an der Ostküste von Schleswig-Holstein und bin absolut mehr verliebt. Das brauche ich einfach zum Durchatmen, so auch der Vorspann von meiner Lieblings- Nordseeinsel Fanö. Da zeige ich immer öfter mal Bilder. Und wir waren ja gerade, im Kurzurlaub nach Silvester für ein paar Tage dort. Es gab zwar auch ordentliches Schietwetter, deswegen konnte ich da auch richtig gemütlich, hügelig, wie man in Dänemark sagt, auf dem Sofa sitzen und stricken und häkeln und was mir so gefiel und lesen und Hörbücher hören und Podcasts sehen, was man so macht, um sich zu entspannen, um zwischendurch total eingepackt nach draußen zu gehen. Es war ja nicht nur nass und windig, also die Schafe hatten schon keine Locken mehr und die Fische schwommen auf Augenhöhe vorbei, sondern also es war auch noch sowas von kalt, auch gerade in Dänemark, also holla die Waldfee, echt. Wow. Da kann ich immer noch frieren, wenn ich daran denke, aber wir haben da im Haus auch eine Sauna und insofern wir sind sehr, sehr gut durch die Tage gekommen und wie die Fotos beweisen, es gibt zwischendurch ja auch immer an der Nordsee durch den Wind immer wieder Aufklarung und im Winter wahnsinnig schöne Lichteffekte und Lichtstimmung, die so, ja, viele fragen immer, wieso fahrt ihr da immer hin? Immer an die gleiche Stelle zum Erholen. Also zum Erholen fahre ich da wirklich gerne hin, weil ihr kennt das vielleicht auch, wenn man wo ist, wo man ein Seelenzuhause hat, da kommt man an und ist sofort in sich selbst
ruhend und da und man muss nichts suchen, nichts finden, man muss nichts wollen, man muss nichts wünschen, man muss nur da sein und die Sekunde auf sich einwirken lassen, also das Jetzt sozusagen und man entscheidet, wie man möchte, man hat keinen Druck, irgendwas anzuschauen, man kennt es ja in verschiedenen Variationen, obwohl, wie gesagt, jedes Mal eine andere Lichtstimmung, jedes Mal sind die Blätter noch dran, die Blätter schon ab, die Blätter schon gelb, die Blätter schon rostrot, die ersten Blüten sind da, jemand hat was Neues angepflanzt, irgendwelche, das Meer hat, macht immer wieder vollkommene Neugestaltungen der Dünen- und Strandlandschaft, also da ist sowieso viel Bewegung drin und ja, also ihr merkt, ne? Größer könnte das nicht pochen für meine, da auf der Seite, ich sah das in der Kamera, für meine dänische Insel Fanö. Ja, Zeit für mich, ne? Jetzt auch, es ist wieder Sonntagmorgen, zwar nicht ganz so früh, wir sind spät ins Bett und ich bin tatsächlich ein bisschen später, weil es auch nichts bringt, wenn es hier noch total dunkel ist zu filmen. Insofern habe ich jetzt, ich weiß nicht, es ist halt 9 oder irgendwie sowas. Genau, also es wird dauern bis mindestens 3 Uhr nachmittags, bis ich fertig bin mit Schneiden und mit allem. Ich hoffe, dieses Mal klappt es reibungslos. Ich hatte ja große Probleme beim letzten Podcast mit dem Ton und mit allem. Das liegt zum Teil darin, dass natürlich meine ganzen Kapazitäten der beiden iPads, des alten und des neuen, die ja auch verbunden sind miteinander, das kennt ihr ja wahrscheinlich, die Mediatheken für Videos und Fotos, wirklich vollkommen verstopft sind und ich es nicht schaffe, den alten iMac, also den großen Computer von meinem Mann, mal aufzuräumen, um ihn dann für mich zu nutzen. Und ich habe alles eben halt ja in der Cloud, beziehungsweise es wird dann runtergeladen und wieder hochgeladen, weil ich das gar nicht alles drauf haben kann. Das sind über, weiß ich was, 44.000 Bilder und 4.000 Videos. Ihr könnt euch das ja vorstellen mit YouTube und wenn ich alle 2 Wochen was Neues, dann ist es immer halt, das ist, ihr wisst, was für Zeit es bedeutet, sowas aufzuräumen. Und ja, deswegen also, ja, bisschen verstopft und dann klappte das mit dem, ich konnte den Ton gar nicht mehr bearbeiten, die Lautstärken nicht mehr bearbeiten, deswegen schrachelt das, die Musik da so bei den Bildphasen und dafür 1000-mal Entschuldigung, dreht das bitte, wenn ihr euch das Video nochmal anguckt, leise so also runter. An der Stelle, damit das nicht ganz so schlimm ist, tut mir leid. Ihr wisst, normalerweise ist es nicht so, aber ja, da ging es nicht anders. Ich wollte das Video unbedingt hochgeladen bekommen. Es stürzte mir auch ein paar Mal ab und ich wollte jetzt auch nicht länger als 7-8 Stunden an einem Ferienurlaubstag damit zubringen, so ein Video zu schneiden. Zwar für euch und auch sehr gerne, aber irgendwie ist ja auch alles mal, zumal das Wetter an dem Tag endlich besser wurde. Naja, also so war es. Also deswegen war es so. Und ja, ist so. Ne? Nobody's perfect und ich besonders nicht. Und insofern, ich denke, meine treuen und lieben Zugenannten, und das seid ihr ja, Zuschauer, die halten das mal auch mal so einen technischen Fehler aus. Ne? So ist es halt. Wir sind halt nicht hier bei irgendwelchen Profi-Unternehmen, sondern, ne? Genau. Ja, wie gesagt, die Kommentare, ich hab wirklich teilweise nur Herzen verteilen können, weil ich habe nach wie vor Arzttermine mit meinem Knie. Es geht wirklich steil voran. Abnehmen ist so bei 14, 15 Kilo, jetzt erstmal stagniert es gerade wieder, aber ich denke, das rutscht noch weiter. Wer Interesse hat, wie ich mich ernähre, beziehungsweise sowieso Interesse dran hat, weil ich ja seit 25 Jahren auf meine ganzen Unverträglichkeiten und Allergien aufpassen muss, weil ich Quecksilber und Arsen vergiftet war und all dieser ganze Komplex. Und wie ich es geschafft habe, da rauszukommen und wie ich damit umgehe, mit diesen Unverträglichkeiten, wie ich damit koche und was ich mir teilweise für eigene Rezepte, ihr seht es ja am Knäckebrot-Rezept, das habe ich übrigens unter dem letzten Video nochmal unten in die Infobox reingeschrieben, das ganze Rezept, also wer das nicht gut lesen kann an seinem Bild, vielleicht habe ich es auch wieder unscharf, obwohl ich die Datei eingefügt habe, ich weiß es auch nicht, aber
Schnurzdiburz. Ich habe es im letzten Video, also im 62er Podcast, unten in die Shownotes, in die Infobox reingeschrieben, das ganze Rezept fürs Knäckebrot. Und es ist so lecker. Wirklich. Wer das ausprobiert, bitte mal mir sagen, ob es ihm schmeckt oder ihr schmeckt. Bitte. Ne? Genau, also wer daran Interesse hat, dass ich davon mal erzähle, wie ich das Ganze... Diese ganze Geschichte da drumherum, oh, das Rotkehlchen sitzt gerade in der Futterstation, wie süß. der soll das bitte in die Kommentare, oder die soll das bitte in die Kommentare schreiben, weil ich dann mal einen kleinen Abspann mache mit der Geschichte, weil ich doch da ab und zu ja drauf eingehe, auch im Sommer, wenn ich mit meinen Anbauten und Kräutern und so weiter spreche. Und ab und zu habe ich ja auch schon mal Shorts rausgebracht mit meinem Brennnessel-Risotto und so weiter. Also, wer daran Interesse hat, bitte reinschreiben. Dann werde ich das mal in einem etwas längeren Abspann mal euch näher bringen. Genau. Ja, noch wieder in diesem Abspann befinden sich Bilder und Filmausschnitte vom Stricktreffen zwischen den Jahren bei Andrea. Und zwar hatte ich, auch das war ein Problem, die habe ich erst zu spät entdeckt, nachdem ich alles schon mit diesen Komplikationen gerendert und gemacht hatte und den dritten Versuch gestartet habe, das Ganze hochzuladen. Da entdeckte ich paar Mails später erst diese Dateien und insofern, die fehlen noch. Und wer gerne nochmal in das Stricktreffen reinguckt, nun diesmal auch mit Filmausschnitten und ohne grässliche Geräuschkulisse, denke ich mal, der kann im Abspann nochmal unser Wolltreffen, unser Stricktreffen bei Andrea am 29.12.23, alles Strickcafé, alles gewollt in Pötenitz anschauen. Viel Freude dabei. Ja, Kommentare noch einmal dazu. Also danke, danke für eure lieben Glückwünsche und Wünsche und fürs neue Jahr Wünsche und so, so lieb, wirklich. Und ich kann sie euch nur aus vollem Herzen zurückgeben. Und ja, und bin leider nicht wirklich dazu gekommen zu beantworten. Ich habe Herzen und Daumen hoch gesetzt, weil, wie gesagt, mit dem Knie, ich habe nach wie vor 5 Termine nachmittags, ich bin ja voll am Arbeiten in der Schule, nach der Schule, dann kommen Konferenzen, auch nächste Woche Konferenzen, ist klar, Zeugnisse und so weiter. Ich habe Zeugnisse, ich habe da Kurzfächer mit Kunst und Musik und Textillehre, das heißt, ich habe sehr, sehr viele Klassen und muss dann auch sehr, sehr viele Listen, vor allen Dingen auch sehr, sehr viele Zeugnisse eben halt erstmal die Noten zusammen rechnen und machen und tun. Und da ich das sehr ernst nehme, auch in diesen Fächern, weiß Gott, und viele Noten habe und die wirklich auf die zweite Kommastelle ausgerechnet werden. Und das Ganze eben halt noch, muss ich denn in verschiedenste Listen eintragen, auch digital ist klar, aber auch noch so, ist das wirklich viel Zeit. Und jetzt stand ich zwischen der Entscheidung, stricke ich für den nächsten Podcast oder beantworte ich eure Kommentare? Weil es dauert dann einfach, wenn man das nicht runterleiern will, auch wirklich etliche Stunden und die hatte ich einfach nicht. Und deswegen Entschuldigung, dass ich so wenig geschrieben habe, aber fühlt euch alle, und ich hoffe, die Fragen habe ich beantwortet, fühlt euch alle, wirklich, ich lese sie sofort immer und ich lese sie auch ein paar Mal sogar. Aber ich lese sie immer sofort nach Erscheinen meines Videos. Ich gucke mir immer an, was sind die aktuellsten Kommentare, und ein großes, großes, warmes, leuchtendes Lächeln ist auf meinem Gesicht. Wirklich, danke, danke dafür. So, ich glaube, jetzt haben wir alles Mögliche vorbehandelt. Ich hoffe nicht, denn manche oder einem, das ist ein bisschen zu viel, aber wie gesagt, kann ja weiter scrollen, ne? Weiter skippen. Genau. Ja, kommen wir zu den fertigen Projekten. Ich habe das jetzt gar nicht ausgepackt. Diese Schilder, hier sind die. Kann ja machen. Es ist immer ganz, gar nicht so schlecht, wenn ich den Film schneide, dass ich dann zwischendurch dieses Bild sehe. Dann weiß ich immer, wo ich dann ungefähr bin. Also, fertige Projekte. Obwohl, fertige Projekte stimmt eigentlich nicht so richtig, weil, ja, Pauls Pullover. Never Ending Story. Wer das erste Mal reingeschaut hat, Kurzfassung, mein Sohn wünschte sich einen oberschlichten Pullover, ganz schlicht, nur rechts. Und nicht Raglan, nicht Rundpasse, sondern mit eingepassten Ärmeln und so weiter und so weiter.
Und es hat sowohl, also ich habe dann das erste Mal gestrickt in feiner Wolle, schaffte es nicht bis Weihnachten, dann Strickmaschine, Strickmaschine kaputt, dann mit doppelten Faden und das Ganze war so beschwerlich. Daumen tut noch immer weh, ich habe immer noch ein bisschen Probleme. Ah, egal. Und jetzt hatte ich ihn dann fertig gekriegt und jetzt habe ich extra alle Fäden dran gelassen, damit ich mir war schon so, ich ihn aufmachen kann. Also er passt. Ich zeige ihn euch jetzt erstmal. Er passt. Ja, ihr seht da die Fäden bamseln, weil ich nichts vernäht habe. Aber ihr seht da, wie ich die Ärmel eingenäht habe. Und das gefällt mir überhaupt nicht. Das gefällt mir hier überhaupt nicht. Ich sagte ja, dass ich hätte tausendmal lieber Raglan oder eben halt Rundpasse oben den angestrickt, das ist ja alles in Ordnung. Er gefiel ihm auch der Wollkragen, alles gefiel ihm. Länge gut, alles gut. Aber hier in dem Bereich, hier dieser Bereich, das ist ihm zu sperrig gewesen. Ich hatte die Maße ja genau. Ach übrigens, das ist ja mein 100 Wasser. Kurzarmpullover, ne? Den habe ich, glaube ich, vor 2 Jahren im Frühling gestrickt. Da findet ihr auch das Muster. Das ist Mosaiktechnik oder Hebemaschen. Und nach Friedensreich 100 Wasser, ne? Der ja gern diese Spiralen und diese Bäume und so weiter. Und auch die Farbigkeit. Das hatte ich damals mit Strumpfwolle und Schwarz und hier oben Netz. Das sieht man nicht, weil ich ein durchsichtiges Shirt darunter habe. Aber ihr seht, so kann man es gut kombinieren. Schlanken Rock dazu. Mag ich sehr gerne. Ja, also wie gesagt, er passte wunderbar, aber so. Also, ich werde jetzt rippeln. Ist klar, das war mir klar. Das wisst ihr, das habe ich ja auch letztes Mal schon gesagt. Also, ich mache wieder auf. Dong, dong. Hol die Ärmel hier wieder raus, die ich so feinsäuberlich festgenäht habe. Ne? Und dann werde ich bis hier aufmachen. Die Ärmel bis hier aufrippeln und dann werde ich alles auf die große Rundnadel nehmen und werde einen Raglan machen. Fertig. So. Und dann bin ich durch mit dem Thema. Und ihr auch. Ihr habt mich ja auch schon tausendmal gehört damit. Oh Leute, echt. Das nächste Mal, ich frage ihn gar nicht. Ich stricke einen Pullover. Ich kann mir vorstellen, dass seine Pullover mir auch ungefähr passen. Ja? Und entschuldigen Pullover, also Paul, magst du den? Gut, nimm. Oder ich behalte ihn. Aber das meine ich nochmal. Also, obwohl, ja, seine Farben sind natürlich ganz, ganz anders. Sind ganz, ganz anders. Weil er ist eben halt dunkelhaarig und ja, und ein ganz anderer ist zwar auch nordisch, also wie Iren praktisch so sind, so helle Haut und dunkelhaarig, aber ist insofern ein ganz anderer Typ. Er ist Herbst, absolut Herbst, und das bin ich ja nun gar nicht. Also ich und diese Farbe, naja, gut, wenn ich habe gar keinen Lippenstift aufgesetzt. Hey, das wollte ich extra noch. Habe ich jetzt nicht. Naja, ist ja geil. Ist wurscht. Aber wenn der Lippenstift drauf wäre, wird es vielleicht noch sogar noch ein Ticken besser gehen. Also so ganz meine Farbe ist es nicht. Da muss ich schon reichlich was draufgelegt haben, damit das passt. Aber ich muss eigentlich auch unbedingt mal einen Test machen, wo ich jetzt genau bei dieser Kamera hingucke. Ich weiß es nach wie vor nicht. Ich denke wirklich da, wo ich jetzt gerade hingucke. Nach links. Ich sag's jetzt gerade mal. Ich hoffe, ich gucke nicht dauernd wieder in die andere Richtung. Man guckt sich eben halt immer, wenn man so ein iPad vor sich hat, gerne selbst ins Gesicht. Und das ergibt dann immer diesen leicht Effekt. Na gut. Also, der wird aufgetrennt. Ich wollte ihn euch bloß einmal zeigen. Ne? Nicht, dass ich die ganze Blödsinn erzähle, dass er fertig ist. Nein, er ist fertig. Und so. Und dann werdet ihr ihn hoffentlich zeitnah, er soll ihn auch noch tragen, solange es kühl ist draußen. Nicht? Genau. Übrigens, wer ihm folgen möchte auf Instagram, Paul Frei Music, mit zehnten Music. Und da kann man sich immer alle 3, 4 Tage bringt er schöne neue mit seiner Handpan, diesem tollen Instrument, das ursprünglich aus der Schweiz kommt übrigens. Macht er so wunderschöne Musik und wer da immer alle 3, 4 Tage oder was ich, was wir so ungefähr in dem Zeitfenster, bringt er mal ein neues Reel raus. Und da kann man auch weiter zu seiner Seite Bandcamp, wo man zum Teil auch kostenlos
seine Songs, seine CDs, und er wird, glaube ich, 24 eine neue rausbringen, auch streamen kann. Also, wunderschöne, entspannende Musik beim Stricken. Also, Dauerwerbesendung, habe ich schon gesagt. Aber für seinen eigenen Sohn werben ist Herzensangelegenheit, nicht? Das ist wahr. Jo, gut, also, Pullover wird in Angriff genommen, wird gerippelt. Wusch, zu der Seite. Ja, wo ich gerade bei Paul war, ich hatte euch ja auch die kleine Improvisation am Klavier versprochen. Ich werde versuchen, sie nachher hier reinzuschneiden. Und weil das Ganze so weihnachtlich ist, werde ich euch immer nur zwischendurch Paul zeigen. Da sieht man ihn nämlich an unserem Geflügel. Und rechts der Tannenbaum und links meine ganzen... Ich hatte mal so eine Sammelleidenschaft, besonders als Paul klein war. Und die leben also immer noch. Und unsere ganzen Plüschtiere, die so Weihnachtssongs singen, die können tanzen und Weihnachtslieder singen. Ich finde das mal... Also irgendwo, es ist katastrophal kitschig. Aber jeder, der reinkommt und irgendwie auf die Pfote drückt und dann geht's los, hat ein Lächeln auf dem Gesicht. Und was will man mehr? Und der eine, der Elch, der war besonders Sonny Sammys Liebling. Der hat einmal mitgewippt und mitgeflötet und gesungen so ein bisschen. Also insofern, wundert euch nicht. Also Weihnachtsszenario, aber das werde ich überblenden mit den schönsten Blüten aus dem letzten Jahr, aus dem Garten. Und danach geht's weiter mit den Projekten auf der Nadel. Also nicht lange. Na, okay. Thank you.
Thank you.
Oh, schön, Paul. Auf den Nadeln. Fangen wir mal an. Ich habe ja für meine Freundin Heide, die wir haben ja zusammen gefärbt, das war ja ein Geburtstagsgeschenk, sehr praktisch ein Geburtstagsgeschenk, Wolle zu schenken und einen Nachmittag gemeinsam zu färben, denn sie malt wunderschöne Bilder. Und ich denke mal, wie gesagt, ich werde mit ihr auch noch mal eine Extra-Folge machen, weil ihre Mama hat ganz, ganz tolle, sie kommt auch von der Westküste, ihre Mama hat ganz, ganz tolle Häkelsachen gehäkelt, also Kleidungsstücke gehäkelt, wirklich kunstvoll. Und ein paar hat sie noch, die sie zeigen kann. Und überhaupt ist, also sie hatte vorher in Lübeck eine Kosmetikschule, das ganze Haus war ein Kunstwerk. Und auch ihr jetziges Zuhause ist ein Kunstwerk. Und ich denke, ich werde ein paar Bilder aus dem Interieur, das alles bemalt ist, ja, ein Teil ihrer Kunstwerke zeigen können, nebst diesen Häkel- und Stricksachen und sie überhaupt, weil sie hat ja auch schon vieles von mir bekommen, weil sie einfach so eine dankbare, Heide, liebe Grüße, so eine dankbare Abnehmerin für meine Stricksachen und die sie so liebt und so wärmt. Und auch ihre beiden Männer können immer was Warmes um die Ohren oder um die Musikerhände gebrauchen. Und insofern stricke ich da immer gerne. Ihr wisst, wir Strickpodcaster produzieren viel mehr, als wir selber gebrauchen können. Und insofern anderen eine Freude machen ist doch mit das Schönste. Genau. Ach ja, anderen eine Freude machen, weil meine Freundin Anke in Flensburg, nur noch mal kleine Korrektur, ihr habt das ja wahrscheinlich in den Shownotes gesehen. Wir waren ja in dem Stück, in der Plattdeutschen Revue Silvester in Flensburg und ich hatte gesagt, das heißt, und Reimer noch mal gefragt, das heißt doch Innevesseljorn. Nein, es heißt nicht Innevesseljorn, es heißt Willkommen Innevesseljorn. Yo, so hey dat. Ne? Also wer in der Nähe von Flensburg wohnt, reingehen, absoluter Bringer. Das hat so Spaß gebracht. Bringt wirklich Spaß. Also, genau. Gut, nun zu Heide. Also Familie wird, und Ankes Familie wird ja auch immer mit Wolle und allem versorgt. Also mit Stricksachen und Heide genauso. Und meine Freundin Andrea und Jana auch. Und wer alles noch so von mir Stricksachen bekommt und das wirklich zu schätzen weiß. Und dass ich sie auch sehe, dass ich, ach ja, der Island-Pullover für meine Freundin Mona, natürlich habe ich ihr den geschenkt jetzt hier auf Fanö. Wir hatten einen wunderschönen Nachmittag. Sie packte das Paket aus mit dem Island-Pullover und hat geweint, weil sie so glücklich war. Also, es kamen ihr die Tränen, weil sie, oh, es war so berührend. Es war so berührend. Ach, liebe Mona, wirklich, sie hat sich so gefreut, so gefreut. Und ja, ein paar Tage später telefonierten wir kurz, ich mit dem Mann von Mona, Ove, und er sagte, okay, es war ein Versehen mit dem Anruf. Ich sagte, mach nichts, erzähl mir mal. Und passt da gut und, ne, und trägt sie zieht ihn überhaupt nicht mehr aus. Das will man hören, wenn man für andere strickt. Und so, also, Heide, wie gesagt, den Schal. Ich hatte ihr zum Geburtstag, wie gesagt, Wolle geschenkt und Färbemittel und vor allen Dingen auch einen Nachmittag gemeinsamen Wollefärbens. Und das hat sie dann auch gemacht, weil sie eben halt gern mit Farben umgeht. Also Andrea Eisenbach, ne? Die Andrea. Liebe Grüße auch. Du merkst, ich komme wieder zum Thema zurück. So, scheint einer meiner Eigenschaften zu sein, dass ich so rumhüpfe. Aber Leute, ich komme immer wieder zum Thema zurück und bringe auch nochmal ein kurzes Resümee. Also mit Heide gefärbt und weil sie so gerne malt und so weiter. Und dann hatte ich den Auftrag, daraus etwas zu stricken, was gleichzeitig Weihnachtsgeschenk wird. Und da habe ich diesen drachenähnlichen Schal gestrickt. Ihr seht die beiden knäulig. Hätte sie fehlen können, wollte ich nicht. Ich wollte wirklich eine Trennung haben, weil ich das ganz interessant finde eigentlich so. Und was werde ich jetzt noch mehr machen? Ich bin noch nicht fertig, sonst hätte ich sie ja bei den fertigen Projekten. Ich komme mal was näher. Wer sagt das immer? Ich komme mal was näher. Ich weiß es jetzt auch nicht. Das ist nicht unser Schnack hier oben. Ich komme mal etwas näher. Ich komme mal ein bisschen näher, würden wir sagen. Ich komme mal ein bisschen näher. Ihr seht eine sehr, sehr schöne Farbigkeit. Tolle, tolle Farben drin. Ihr seht Pink, ihr seht Grün, ihr seht Lindgrün, ihr seht Violett, ihr seht Rost, ihr seht ein Quittegelb, ihr seht sogar manchmal Blau aufblitzen. Ihr seht Flieder, ihr seht Orange.
Ne? Da ist so einiges an Farbigkeit drin. Genau. Und übrigens auf der Seite, ja, ihr seht I-Cord, die Spitzen mit I-Cord und glaubt ja nicht, dass ich bei sowas genau die Reihen zähle. Ich mache das nach Augenmaß. Und als es zum Schluss mit der Wolle, wo war denn das, mit der Wolle weniger wurde und ich eigentlich nicht mehr mit dem normalen müsste, dann seht ihr das schon, dann werde ich unregelmäßig. Poh, so ein Drachen hat auch nicht regelmäßige, mit dem Geodreieck ausgerechnete Zacken auf dem Rücken. Das ist mir doch wurscht. Also, wer misst denn das nach, wenn man, ich nehme es mal um, wer misst denn das nach, wenn man, ja, das kann man jetzt noch besser drapieren, ne, ist klar. Aber seht ihr, was ich meine mit den verschiedenen, mit den Farben? Ich finde das wirklich schön, weil sich das wirklich so, guck mal, da kommt denn das wieder und so weiter. Also kein Problem, denke ich mir. Und ich werde Bommel ranbringen, denke ich mir, ans Ende, also Pudel herstellen. Deswegen ist es noch nicht fertig. Ich werde wahrscheinlich das auch zum nächsten Mal gar nicht mehr zeigen, sondern noch als Foto. Und es kann sein, also hier werde ich Bommel ran machen, und es kann sein, dass ich an die Spitzen entweder, also die Bommel, entweder mache ich die Bommel mit den Farben, die ich gerade eben aufzählte, die drin sind, plus dem Grundgarn. Oder ich mache hier die Bommel von dem Grundgarn ran und mache hier kleine Bommel jeweils an die Zacken ran. Das weiß ich noch nicht. Überlege ich mir so im Laufe der nächsten Tage, werde die dann auch zügig fertigstellen, damit sie den bekommen kann. Denn es war eigentlich ein Weihnachtsgeschenk, aber ne? Haben wir schon mal drüber geredet. So, weiter geht's. Schluck Tee, ich habe einen trockenen Mund. Meine Lippen auch, weil ich mir so Lippenstift nicht drauf getan habe. Na gut. Ja, dann. Der Anstrick, der Weihnachtsanstrick, den ich ja beim Stricktreffen erst so richtig in Fahrt gebracht habe. Denn, wie gesagt, besagte Island-Pullover von meiner dänischen Freundin Mona, den sie bekommen hat, da hatte ich so viel Wolle über, dass ich mir jetzt selber noch einstricken kann. Zwar nicht ganz so kommodig, dass ich so frei entscheiden kann von den Farben, weil ich will wirklich die Wolle verstricken. Das bedeutet, ich habe die Passe. Ich habe, das Schwarz soll auch mein Grundton in dem Bereich sein, aber insofern muss ich da ein bisschen sparsam mit sein, um hinzukommen. Das werde ich, denke ich mir auch, und muss überlegen, welche Farbe ich wie oft, wie viel, in welcher Größe, mit welcher Flächeneinteilung nehme, damit ich hinkomme. Da bin ich jetzt ein Stückchen weitergekommen. Das letzte Mal war ich gerade erst hier irgendwo. Und das ist das Stück, das ich jetzt weitergekommen. Ich weiß nicht viel, aber ich bin weitergekommen. So, die Arme sind jetzt abgetrennt. Ich bin jetzt bereits beim Hauptteil schwarz runter. Und da werde ich sicherlich demnächst also auch Fortschritte machen. Und das, schon wieder zeige ich die Seite mit den Maschen markieren. Ich zeige mal die andere, damit ihr das Muster besser erkennen könnt. Ja, ne? So sieht meiner dann aus. Finde ihn ganz interessant. Er hat irgendwie sowas leicht Ägyptisches. Nee, ich weiß nicht, also sowas Schriftzeichentechnisches oder ich weiß noch gar nicht. Das sieht aus wie ein Rochenei. Und ja, gucken wir mal. Also wir sehen mal. Also ich mache die jetzt erstmal weiter, munter vor mich hin. Ne? Also Rundpasse, alle wissen, meine Rundpasse gibt es bei Freihand Etsy, also freihand.etsy.com. Für kleines Geld und ja, Katzenmuster werde ich mich übrigens selber noch drum kümmern, aber bin noch nicht so gekommen. Ich wollte da auch mal irgendwie, ich hatte die ja damals für euch gemacht, ich weiß wirklich nicht, in welchem Video ich sie euch gezeigt habe. Wer sie kostenlos haben will, muss da irgendwie gucken. Ich sagte ja, deswegen stelle ich sie da ein, damit man sie und immer 50 Cent ein Muster, das ich entwickelt habe, und das ist immer ein Fünferpaket von 5 Mustern mit verschiedenen Breiten, sodass man auch. Mal für Handschuhe, mal für Rundpasse, mal für einen Kaul oder was auch immer, die richtige Maßeinheit findet, geteilt durch seine Maschenbreite, dass das geht. Und ja, da stelle ich mittlerweile dann immer, werde ich Stück für Stück immer mehr reinstellen und das werde ich, wenn neue Sachen kommen, werde ich es ankündigen.
Also neue Sachen im Sinne von alte Sachen, die ich euch schon gezeigt habe, umsonst im Podcast die letzten Jahre oder auch jetzt zeigen werde, wenn ich mal wieder eins mache und was neu mache. Das ist ja auch alt. Dann zeige ich das immer erst im Podcast und wenn das in so ein Stückchen abgehangen ist, dann bringe ich die da rein, weil ich auch keine, das würde mich dann auch, so führe ich nicht Buch über das Ganze. Diese ganze Verwaltung von solchen Sachen, die kostet ja auch immer so viel Zeit. Gestern gerade über digitalen Timer Werbung gehört, während ich strickte. Ja, meine Güte, da sagten die auch, dann könnt ihr euch, wie viel Wasser ihr trinkt und wie viel, was weiß ich, was da alles. Soll ich darüber Buch führen? Mein Gott, man kommt hier überhaupt nicht mehr, man ist ja überhaupt nicht mehr, man ist ja gar, also erstmal, dass ich immer dann meine, dass diverse Quellen das alles absaugen, wie man so lebt und danach die Werbung und Schlimmeres über einen, weiß ich wie, ne, Vorsicht. Und aber abgesehen davon, was ist das auch? Man lebt ja gar nicht mehr im Jetzt, man entscheidet sich immer so und so. Und gut, dann trinkt man halt mal nicht 2,5 Liter Wasser oder 3 Liter Wasser, sondern 1,8 Liter Wasser. Ja, und dann trinkst du den nächsten Tag 2,7 und dann ist die Bilanz wieder halbwegs in Ordnung. Ja, ich weiß, aber nee, Leute, ehrlich. Also leben, leben, jetzt genießen, jetzt hören, jetzt riechen, jetzt wahrnehmen, jetzt sagen, es reicht, jetzt sagen, ja, jetzt will ich aber. Oh, nee, also... Es reicht schon, wenn man beruflich wirklich alles da, ne? Aber dann ist auch mal gut. Da muss man nicht auch noch seine ganze Freizeit und seine Ernährung und seinen Fitness und seine Gartenarbeit und womöglich noch, wie oft man seine Familien und Freunde trifft, damit das regelmäßig ist. Oder Also ehrlich. Gut, okay. Kurzes Aufregen war das. Wir waren stehen geblieben beim Stricken, Island-Pullover, wie gesagt, also Rundpasse, mein Rundpassen-Rechner, wie man das errechnet. Das habe ich, wie gesagt, bei Etsy dann auf meiner Seite. Das kann man runterladen, es erklärt sich wirklich gut. Und wer den Männerpullover, wir stricken einen Männerpullover, sich diese alten Videos von mir anguckt, vor 2 Jahren, nee, 1,5 Jahren, eine ganze Serie, auch wie ich zu meinen Mustern komme, das ist, wo ich meinen eigenen Pullover dann nochmal dahinter herstrecke und so weiter. Da kann man das alles sehen und sich angucken. Und ich habe viele Kommentare, die sagen, jetzt haben sie es verstanden. Das ist doch eindeutig und klar. Macht das bitte, weil ich möchte mich nicht dauernd wiederholen. Ja, weiter geht es. Dann etwas Drolliges. Ihr wisst, ich bin 63. demnächst richtig 63, noch bin ich 62. Noch 62. Ja, ich bin noch 62. Nein, aber demnächst bin ich 63 und insofern, es nähert sich die Zeit. Ich möchte mich noch nicht konkret festlegen, aber irgendwann denke ich mir, 25 um und bei, irgendwann dann werde ich, denke ich mir, meine Pension erreicht haben, so für mich, weil ich dann Arbeitsjahr, ich hatte vor 2 Jahren, ich bin jetzt im 43. Arbeitsjahr. Ich denke, irgendwann ist ja auch mal gut. Und ich habe mir vorgenommen, jede Woche in den Pausen, in Freistunden, wenn ich schon etwas früh in der Schule bin oder noch mit Kollegen ein bisschen schnacke nach der Schule, dass ich dann Grannys häkel, die ich dann, also jede Woche eins, sodass ich dann in dem Zeitraum eine ganze Pensionsdecke, ne, zusammengehäkelt habe. Das erste Granny, so als Test-Granny, ist fertig und zwar Opalwolle. Ich habe ja auch dieses Opal-Abo. Also ich kann es gut gebrauchen. Das habe ich übernommen von meiner Schwiegermutter. Liebe Grüße, Elke in den Himmel. Sie hatte das damals immer, dann habe ich das übernommen, weil ich dann auch gelegentlich Strümpfe stricke. Ihr wisst es nicht, meine vorrangige Disziplin. Aber gut, und insofern brauche ich das immer. Aber die farbigen Exemplare, die mein Mann nicht immer auch mal, aber meistens nicht so gerne hat, die nehme ich dann, die sehr farbigen, für diese Decke. Und da habe ich noch viel. Und dann schwarz umrandet. Und dann wird die nachher auch mit der Methode, gleich mit der letzten Reihe, dann immer hier gleich aneinander gehäkelt, sodass ich beim Zusammennähen jetzt nicht so viel Arbeit habe. Ja, und so wird eine Pensionsdecke entstehen. Jede Woche eins und wenn ich Ferien habe, häkel ich die natürlich auch, damit das gehört ja auch zum Zeitfenster dazu. Ne? Genau, also nur mal als kleine Karte, ist kein Hexenwerk, es ist ein ganz einfaches Granny, aber das finde ich gerade schön mit der Opalwolle, mehr muss auch nicht sein dann, finde ich.
Ne? Die war, glaube ich, im letzten Abo-Paket drin. Da kann man ja nehmen, welche man will. Ne? Opal ist auch die schwarze Umrandung. Jo, genau. Ja, das zu meiner Pensionsdecke. Dann kommen wir weiter zu meinem Pullover. Den habe ich euch letztes Mal, nicht, dass was aufrippelt. Die Nadeln drin. Jo. Zu meinem Polunder, wo ich noch nicht weiß, vielleicht schaffe ich es ja auch. Also ich werde jetzt erstmal, ich bin bis hier gekommen. Ich habe euch ja von meiner Rippengeschichte das letzte Mal schon ausgiebig erzählt, dass ich das nicht durchgängig mache, sondern unterbrochene links reinbringe, damit sie nicht so präsent sind, sondern auch so kleckern wie hier oben, dieses kleine Motiv. Das Motiv stammt aus meinem Weihnachtskarl. Ein ähnliches Muster oder gleiches Muster sogar ist auch bei Etsy jetzt mittlerweile. Oder ihr müsst suchen bei meinem Weihnachten Karl. Da habe ich das auch mit drin. In meinen Videos. Ja, hier oben Rundpasse, ne? Und dann eben halt mal aus der Weihnachtsgeschichte. Da sind ja einige Muster, die sind nicht unbedingt weihnachtlich. Rausgenommen, um hier das als Abschluss in die Rundpasse zu bringen. Und ich fand es nur folgerichtig, diese kleinen Linien hier in diese Senkrechte reinzubringen. Unten werde ich war lange am Überlegen, ob ich in Braun reingehe und dann praktisch das Muster negativ positiv umkehre und mit Hell dieses Muster unten nochmal bringe. Nein, werde ich nicht. Und zwar, weil ich dem Muster hier oben nicht die Schau stehlen möchte. Es wird wahrscheinlich daraus hinauslaufen, dass ich mit kleinen Linien in ein kleines Bordürenmuster übergehe und dann ist gut. Warum habe ich jetzt nicht noch nach unten weitergemacht? Weil ich jetzt tatsächlich erstmal die Arme beginnen werde. Tatsächlich, ich glaube, ich schaffe es nämlich, dass ich doch Arme dran kriege und dass ich dann doch einen Pullover habe. Ich nehme mir Gründel und Sigmoher zusammen. Und wenn ich unten denn vielleicht denn doch nach dieser kleinen Bordüre den dunkelbraunen abschließe, dann schaffe ich es vielleicht, daraus einen Pullover zu machen. Also ich werde sehen, ich werde gucken, mal schauen. Und dann, ja, ne? Übrigens, natürlich nehme ich hier unten immer auch Maschen ab. Meistens so im Bereich 12, 14 Maschen, die ich dann, wenn ich weiter stricke, direkt aufnehme wieder. Ne? Genau, das lege ich mal nach da. Dann geht es weiter. Das habt ihr das letzte Mal gar nicht gesehen. Ich bin auch nicht sehr viel weiter gekommen, aber ein wenig weiter. In Anbetracht meiner Arzt- und Zeugnis- und Konferenztermine denke ich mir, bin ich echt froh, dass ich doch trotzdem ganz schön viel geschafft habe. Und zwar mein Korallenpullover. Voilà. Und ihr seht, ich bin also ein ganzes Stückchen vorangekommen, hier mit dem nächsten Lichteinfall des Meeres. Gehe jetzt wieder ein bisschen ins Grünlichere. Ich sage ja, es wird verschiedene Lichtstimmungen geben da drin und in dem Meer und werde ja dann erstmal gucken. Ich habe da, ja, als wir in Dänemark waren, habe ich mir übrigens nochmal wieder Kjertholz, Handwerksgarn geholt. Bei der lieben Ulsnerin. Genau, uns kurz mal ein frohes neues Jahr gewünscht und 17 Meter 21, 17 Maschen 21 rein sind 10 cm. 200 Meter auf 100 Gramm. Jo, ne? Genau, das ist das immer und das kann ich, denke ich, mir auch weiterhin gut gebrauchen mit diesen Resten, die ich hier habe, die ich ja mal einfach mal, wenn es dünner ist, zweifach mal und dann auch variieren kann. Ich hoffe, das wird reichen. Ich habe ja auch noch von der Korallenwolle, da weiß ich ja noch nicht, wie weit ich das unten ins Bündchen einfließen lasse. Das muss ich mal schauen. Es ist immer so, es ist ja wirklich ein. Doch sehr, das war ja immer ein Zufall, also ein Zufallsmuster, was ich mir wirklich wie so Korallenbäumchen ausgedacht habe während des Strickens. Wieder Rundpasse, wieder meine Methode des Zählens dabei. Und diese Beschaffenheit meiner von mir selbst handgesponnenen Wolle, die so ein bisschen so knöterig, knochig, passt sehr schön zu den Korallen. Und die habe ich einfach so in verschiedenen, wie es mir gerade gefiel,
kleinen Ästchen, Korallenästchen auslaufen lassen. Und wenn ich das jetzt nach unten auch nochmal bringen würde, too much, das wäre zu viel. Also ich, vielleicht werde ich auch ganz schlicht einfach nur einen Rotton setzen und das Wort Koralle rundherum laufen lassen als Schriftzug. Übrigens, wenn ihr gerne mal verschiedene Alphabete als Schriften, also als Strickschriften haben wollt, sagt mir Bescheid in den Kommentaren. Gehe ich dann mal an. Also mal einmal ein Alphabet habe ich ja bei meinem Tier der Storm Pullover. Das könnt ihr da auch screenshotten. Insofern, da habt ihr das schon mal. Denn es ist ja nicht nur, dass man die einzelnen Buchstaben hat, sondern es kommt ja auch noch darauf an, dass man die Spationierung, also den Abstand zwischen den Buchstaben, wohl wählt. Das ist, muss man sich schon so ein bisschen austarieren. Aber jedenfalls, ich kann mir vorstellen, dass ich das Wort Koralle noch mit reinbringe. Und ja, mal schauen. Also, mal schauen. Ihr wisst, ich entscheide sowas intuitiv, wenn das dann so ein bisschen vor mich hingestrickt wird. Und dann, ja, dann schauen wir mal, ne? Dann sehen wir mal. Ja, also, der Korallenpulli. Den hatte ich euch das letzte Mal ja nicht gezeigt. Also, so ein Stück war ich da vorangekommen. Jetzt so, ja, ist so, ne? Wenn ich jetzt auch Pauls Pullover weitermache, ja, ja, ne, ist genug zu tun und ja. Und jetzt kommen wir noch zur Testbildjacke. Test, Test. Test. Meine Testbildjacke. So sieht sie ja noch nicht nach Testbildjacke aus. Aber ihr wisst ja, wie es habe ich euch letztens ja schon gezeigt, jetzt wird es Testbild. Ne? Jetzt wird es Testbild und ihr seht es da schon. Da muss ich mich noch drum kümmern. Es kann sein, dass ich eine Krebskante häkel. Wie immer, liebe Lelu, liebe Silvia, ne, wir Kantenhäkler, Club der Kantenhäkler, weil sich das dann zusammenzieht und dann unten schön gerade bleibt. Also, ne, meine Testbildjacke. Das sind handgefärbte, von mir handgefärbte Wollen mit ein paar Wollresten kombiniert, mal Lochmuster, mal Bisschen Colorwork, mal ein paar Noppen auch in Colorwork gesetzt und so weiter und unten natürlich auch. Und vorne, falls sich hier jemand darüber wundert, hatte ich letztes Mal schon gesagt, habe ich das die Jacke zur Runde geschlossen. Bisher war ich hin und her gegangen, weil ich mal ausnahmsweise auch mal Raglan gemacht habe. Aber unten habe ich es dann noch zusammengepackt mit einer Stickkante, sodass ich das anschließend auseinanderschließen kann, weil ich das dann besser, diese Karos besser in Runde stricken kann und ich das dann nachher schneide und wenn ich das die Knopfleiste oder was auch immer mache, dass ich dann das sowieso verstecke, was da abgeschnitten ist. Ne? Aber ihr seht, ich habe den Arm gemacht und weil der Arm bekanntlich länger sein sollte als das Jackenteil, musste ich natürlich noch, nebst dem, dass ich mich bemüht habe, wie ihr seht, gleich zu sein, habe ich unten natürlich noch ein Stückchen verlängern müssen und habe dann folgendes Ende für diese Jackenärmel gefunden. Ja, so sieht's aus. Zieht sich ein bisschen zusammen, weil ich auf Dingens gearbeitet habe, auf Nadel gearbeitet habe nachher, auf Nadelspiel, aber ich glaube, eine Wäsche wird's richten. Und ja, habe das ein bisschen anders gemacht als hier, weil ich ein bisschen mehr Länge brauchte. Aber das schadet ja nichts. Den zweiten Ärmel werde ich natürlich genauso machen. Ne? Alles klar? Jo. So ist jetzt also die Testbildjacke. Da freue ich mich sehr drauf. Das ist ja wirklich ein... Das ist ja richtig mal Frühling. Na? Ich habe so trockene Lippen. Das kommt mit dieser Heizungs- oder na, Ofen, aber einfach so, ja. Also. So. Also, das Ding wird hoffentlich jedenfalls der zweite Ärmel. Und dann schauen wir mal. Schauen wir mal, ob ich das zum nächsten Mal dann fertig bekommen habe. Ich möchte es eigentlich gerne, weil ich, ja, ich finde, das ist so eine Aufbruch in die neue Gartensaisonjacke. Abgesehen vom Testbild. Ich finde das Testbild echt gut. Ich finde das Testbild gut. Echt. Das ist meine Testbildjacke. Ja, so heißt sie. Das kennen die Jüngeren von euch gar nicht mehr. Ne? Früher, wenn man den Fernseher anmacht oder nach 12 Uhr oder weiß ich was, bei den Öffentlich-Rechtlichen kam da immer Testbild. Ja, jetzt im nächsten Video, also ihr denkt dran, es kommt noch ein Abspann mit dem Stricktreff, ein sehr schöner. Und
jetzt noch mal ganz kurz, was ich in nächster Zeit vorhabe, also sozusagen in Planung. Zum einen mein Baumrindentuch, also nee, Baumscheibentuch, das mit den Jahresringen, mein Jahresring Baumscheibentuch da. Das will ich auf jeden Fall. Jetzt ist das, wenn das Tuch für Heide ganz fertig ist, ist das Tuch dran. Dann habe ich ja schon davon gesprochen, dass ich ein neues Tuch beginne und ein Pulloverteil muss fertig sein. Dann beginne ich mit diesem neuen Tuch. Ich hoffe, ich komme dazu, euch es das nächste Mal zu zeigen, weil ich habe eine ganz konkrete, tolle Idee, die, glaube ich, vielen von euch gefallen wird. Und natürlich mache ich mir jetzt auch schon Gedanken über einen Sommerpulli. Baumwolle habe ich schon in einem ziemlich grauen, rostigen Ton, der mir dann wieder passt, wenn er nicht zu warm ist. Und da bin ich gerade am Brainstormen, was daraus werden soll. Eine Rundpasse, ein bisschen Lochmuster, kann sein. Also ein Sommerpulli geht jetzt los. Ne? Ich denke mir, ich werde auch nebst all den Terminen demnächst beginnen, ein bisschen Garten zu beginnen. Und insofern, es wird eine turbulente Zeit werden. Und ich hoffe, dass ich euch wieder ein bisschen unterhalten habe, nicht zu sprunghaft hin und her gegangen bin. Aber wenn, kann ich es auch nicht ändern. Und wünsche euch eine schöne Strickzeit, einen schönen Restabend. Es wird ja heute Abend erst rauskommen oder eine tolle Woche vor allen Dingen. Und bis zum nächsten Mal. Und vergesst nicht, jetzt kommt noch ein Abspann. Bis dann. Tschüss, ihr Lieben. Ja, da lag der große Berg, links mein Stormpullover, die blaue Jacke mit Jugendstilmustern, das Fischtuch, Semischal, der Morgentaupullover, alles Riesenhaufen übereinander und die Strickbegeisterten nahmen sie auseinander, die Blick über den Gartenzaun, Weste und das war also ein riesen Berg und ich legte sie da alle hin und nachdem ich da ein bisschen was gesagt habe, konnte praktisch jeder mal schauen, wie der gearbeitet wurde. Dieser farbige vorne im Vordergrund, der war nicht zu meiner Podcast-Zeit, der war kurz vorher entstanden, auch genauso wie ich immer arbeite, frei im Muster. Ja, und da seht ihr die ersten Bilder, die hier entstanden sind, von wie man saß und fachsimpelte und sich gemeinsam die einzelnen Strickwerke, die die Damen mitbrachten, anguckte. Da saß ich da bereits am Tisch und war dabei, mein Island-Pullover zu stricken. Und alle strickten auch und fragten und so weiter, kamen herum, zeigten sich gegenseitig Sachen, tauschten sich aus, kauften ein bei Andrea. Na, Gudrun, meine liebe Preisträgerin und ihre Freundin Marion, die alles genau beguckt hat, die nämlich also auch designt hat, glaube ich, in früheren Jahren und ja, da seht ihr sie alle beieinander sitzen, ich hier mit meinem kleinen Anstrick gerade, hatte es hingelegt, um dann zu beginnen, um den Mitteilnehmerinnen dann das alles zu zeigen. Genau, und dann wurde ja geredet und es wurden sich Bilder gezeigt von Strickwerken und natürlich hatten ganz viele ganz tolle Strickwerke auch angezogen. Ach, liebe Grüße an euch allen. Es war wirklich wunderschön. Und eure Blumen, die kleinen Hyazinthen, sind immer noch auf dem Tisch. Und ja, es war also herrlich. Also es war wirklich eine runde, gemütliche Sache. Und ich glaube, es hatten auch wirklich alle sehr, sehr viel Freude. Und ihr seht da schon meine Garnabroller, die hatten dann ganz, ganz viel Konjunktur, glaube ich, bei Andrea, ja. Und dann kam zum Schluss mein Mann abends, 29. Dezember dann. Er sagt nur, da kommt der Pullover. Richtig. Er hatte seinen Island-Pullover an. Ja, und da hört er mich nun gleich, wie ich erzähle. Das mache ich immer, wenn ich meine Schüler demoralisieren will, wenn sie aus Spaß, wenn sie wieder stricken, so, dann komme ich immer, wenn sie fast fertig sind, komme ich mit Bunting. Wie zwei Fäden. Gut, losgelegt mit zwei Fäden. Das war so eine
er will ja auch natürlich eine Wolle haben, die in die Waschmaschine schmeißt. Dann ist ja auch nicht mein Ding. Ne? Ist ja nicht mein Ding. Das quietscht dann auf den Händen, das quietscht am Handgelenk. Ich hatte ganz schnell hier Probleme. Ne? Und weil ich auch so unter Hektik gearbeitet habe. Jedenfalls, Heiligabend nicht fertig geworden. Ich hatte na, wo mich niemand mehr erkannt hat. Genau, das ist der Kirschblütenpullover. Sehr frisch, sehr Frühling, ne? So soll es ja auch sein. Ich habe einen kleinen, schönen Tüllrock, so einen weichfallenden Tüllrock in diesem Türkiston, so ein bisschen grauer. Passt sehr schön. Hast du den gerade draufgestickt? Ja. Oder? Sonst wäre es ja in Tarsien. Der zieht sich hier auch gerade ein bisschen zusammen, aber nicht, wenn ich ihn wieder anziehe, das ist kleiner zu machen. Aber da hat dann bisher, es ist ja noch offen, dass ich das nochmal machen kann, aber bisher hatte ich da keine Lust zu. Es ist ja aus mehreren Teilen zusammengesetzt. Das habe ich ja so von da nach da gestrickt. Ne? Das ist ja so rumgestrickt. Das ist so rumgestrickt. Oben das habe ich dann rangesetzt. Und unten das habe ich auch rangesetzt. Ne? Also so zusammengearbeitet. Und insofern, und dann hier wieder die kleine Drehmaschine, ne? Mit dem. Und dann, dass ich hier unten ein paar Mundkapseln habe. Also, ja, so sieht das aus. Kann ich das mal sehen? Ja, ich kann. Nein, das wollte ich Ihnen doch nicht. Nein, das weiß ich. Das ist nicht so gemein. Ich lebe damit. Weißt du, aber es ist nicht, es ist Auswahl, es reicht. Kommen wir mit zurück. Wir haben eigentlich darüber geredet, wie man das machen kann, damit man keine Probleme mit der Spannung oder Fadenspannung. Ja, aber damit habe ich beide ja. Stricken, dass ja. Immer die gleiche Spannung hat. Das werdet ihr gleich sehen, weil ich ja gleich stricken werde. Und ich habe eben dann keine Probleme, wenn ich jede Masche verwebe. Ja, das ist Arbeit. Strickst du mit beiden Fäden über den Finger? Ja. Das tue ich ja nicht. Ach so. Nein, das tue ich nicht. Ich weiß, Christel Seifert, die ich auch sehr lieb habe, die ist ja echt eine tolle Frau auch. Ne? Da ist ja auch Fabi, die ist die Strickdesignerin. Die macht ja auch tolle Sachen. Ne? Also da waren die das schon mal, irgendwann schon mal im Laden, ja, du warst im Laden. Der hatte immer Zugang da war. So wunderschöne Modelle, also wirklich auch. Sie strickt mit beiden Fäden über den Finger. Und ja. sie trennt die noch. Ja. Danke dir. Bitte schön. Hallo. Ich habe schon deine Seife angepriesen. Hast du denn genug von diesen Wolldingern da, von diesen Drehern? Ja, ich glaube, ich weiß jetzt. Ich werde jetzt die nächste Farbe etablieren. Ich werde die beiden wegnehmen. Die werde ich doppeln. Frau damit reinnehmen. Also dann gucken wir. Ich werde das dann mal machen. Mhm. Aber mit Publikum, die wollen das alle sehen. Deswegen kannst du jetzt nicht so entspannt da stehen. Sehr schön, danke.